weiter. Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich werde noch mehr kurz einblenden. Es ist immer noch die Version 2.5.5. Aber ich habe noch eine neue Testversion gibt, wo es später im Verlaufe des Spiels Neuerungen gibt, die ich dann natürlich auch noch aufzeigen werde. Ich möchte doch ganz gerne erstmal als allererstes meinen Bogen mal wieder mit einem scharfen Pfeil spannen, damit wir ein bisschen... Nein. Damit wir ein bisschen mehr sehen können, schmeiße ich irgendwo eine Fackel hin. Am besten nah auf dem Grund. Und das habe ich somit... Hier, da ist er wieder hier. Krabbelt wieder rum. Wieso machst du denn jetzt nicht? Ja, wieso mache ich denn jetzt nicht einen Bogen? Weil er da so richtig schön hängen bleibt. Mir die Pfeile versaut. Doch jetzt. Aha. Gut, okay. So, eingeschärften Pfeil. Ja, vom eben. Von dem anderen Let's Play kann ich nochmal... Ah ja, die Fackel, die wird nicht angezeigt als... So. Gehen wir hier hin. Genau, richtig. Ich wollte nämlich ein bisschen den Boden beleuchten. Am besten hier unten drunter, wo ich dann trotzdem nicht sehe. Ja, klasse. Gucken wir mal, was haben wir denn hier an den Wänden? Da hinten ist noch einer... Ich versuche trotzdem mal den Crawler, nachdem ich was gegessen habe, so wie ich das jetzt gerade sehe, sieht es ja nicht gerade gemütlich aus mit meinen Lebenspunkten. Ach, ich kann noch einen Schinken essen, ich habe noch 8 Fleisch. Jawohl. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn halt eben mit einem taktisch geschickten Kampf... Ja, er war taktisch geschickt, der Kampf. Oder auch nur ein Zufall. So, ich möchte dich ganz gerne plündern. Salzcrawler, bitte gib mir Salz. Ach nee, der hat ja nur meinen Crawler-Zaun. Dann haben wir da hinten noch einen. Oh, jetzt muss ich wieder husten. Ja, das blende ich immer aus. Beziehungsweise ich habe so einen Schalter an meinem Headset. Jip, jip, jip. Das habe ich hier gesehen. Oh, ein Salzklümpchen. Ich habe ja eine Spitzhacke. Vielleicht fange ich mal an, Salzklümpchen zu cool. So ein paar rauszubrechen hier. Und das funktioniert. Einfach mal hacken. Eigene Fähigkeit prüfen. Mal gucken. Blutiger Anfänger. 10%. Okay. Nochmal. Okay, das bleibt gleich. Jetzt hacken wir einfach mal los. Salzsplitter fliegen durch die Gegend, aber nicht in mein Gesicht. Bitte. Ich habe nämlich keine Schutzbrille auf. Wie oft muss ich das jetzt noch machen? Oh, ein Salzbrocken gehackt. Noch ein Salzbrocken gehackt. Mein Wissen über Salz, Schwefel und Kokosnuss? Was? Nein, habe ich jetzt nicht. Mal gucken, was habe ich denn hier? Blutiger Anfänger immer noch. Aber 12%. Ah. Pro Salzbrocken als also 1 Prozentpunkt. So, kann ich das... Ja, Moment. Wissen über Salz, Schwefel und... Jetzt habe ich das wieder nicht gelesen. Das ging zu schnell. Ja, okay, das war's. Okay, bis also der Salzklumpen sozusagen nichts mehr hergibt, einfach mal drauf loskacken. Hacken, Entschuldigung. Koppel? Habe ich jetzt nicht. Muss ich im Schnitt gucken. Oder ich werde es gleich nochmal. Ich werde meinen Blick mal eben fokussieren auf die Stelle, wo ich das nicht lesen konnte, weil das ja so schnell ging. Na los, mach doch nochmal. Ein Salzbrocken gehackt. Noch ein Salzbrocken gehackt. Jetzt kommt die Meldung nicht mehr. Mann. Ja, toll. So war die Meldung nicht mehr da. Okay, kann ich es hier noch riskieren auf dem Salzbrocken? Ja, das geht. Und da hinten liegt auch dieser Haufen. Mal gucken, wie viel Fähigkeit habe ich denn jetzt? 20%. Hey, ganz passabler Schürfer. Roland der Schürfer. Wieder einen Salzbrocken gehabt. Das ist doch schön. Was mich natürlich auch noch neugierig macht, ist, ob man, wenn man Erz und andere in anderen Minen die Sachen hackt, ob dann die Prozentzahl bleibt oder ob das individuell ist, was da die Rohstoffe angehen. Da bin ich mich auch mal sehr gespannt. Gut, habe ich jetzt einen geschärften Pfeil eingespannt? Erstmal lieber
lieber gucken hier. Vorsichtshalber mal. Okay, gespeichert habe ich ja schon. Ich könnte hier hochklettern, eventuell. Das geht. Also, okay. Oh, da sind die gar nicht mal so unwenige hier. Seid ihr denn total plätt? Okay. Das ist der Haufen hier. Also, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5. Auch schön. Aha. Also, da mich kein Salzcrawler entdeckt hat, hack ich mal hier auf den Haufen rum. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh! Etwas gefunden. Uland hat was gefunden. Quest der Stammler. Erstmal L gucken. Genau, richtig. Der Stammler. Wo ist der Stammel? Stammelquest. Ich habe den Fokus in der Salzmine gefunden. Punkt. Ja, wer gibt's Brief? Wie muss ich denn. Telem muss ich wahrscheinlich wieder zurück. In Telem muss ich. Zu dem muss ich zurück und bestimmt was erzählen, oder? Mal gucken. Ach, Moment mal, hier ist was. Oh, hätte ich beinahe vergessen, den alten Fokusstein mit einer Lederbeutel einzustecken. Ja, ein kleiner Lederbeutel. Und den haben wir hier gefüllt mit 25 goldigen Münzen. Gucken wir mal, was der Fokusstein noch für eine Aussage hat. Dieser Fokus öffnet die Gruft des Stammlers. Siehste, und den habe ich damals vor zig Jahren, als ich Odyssey gespielt hatte, bin ich immer an diesem Haufen hier gescheitert. Ich habe nämlich nie den Fokusstein gefunden. Da konnte ich machen, was ich wollte. Ich habe es zigmal, bis ich dann irgendwann mal dachte, so von wegen, nein. Irgendwann ist Schluss. Ja, und aber trotzdem, das Gesamtspiel war so geil, dass ich mir dachte, da gehst du mal einen neuen Anfang. Und somit wäre ich jetzt auf einem ganz neuen Stand. Also das, was jetzt kommt, ab dieser Folge, ist für mich sehr unbekannt oder überhaupt unbekannt. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Herrn Telem treffen. Und sagen können, du, pass mal auf, ich habe hier so blaue Steinchen gefunden hier. Mach mal was. Erstmal abspeichern, sicher ist sicher. Nachher kriege ich einen auf dem Dates. Nein. Hey du! Zeig mir deine Ware. Okay, wenn ich schon Zeig hier mir deine bin, Ware. Könnte ich ein paar Tränke vertragen. 40, 300 reine Lebensenergie. Ich nehme natürlich die billigsten. 50. Ja, 10 Stück sollen erstmal reichen. Was hast denn du noch für Geschichten hier? Buch des Wissens. Kostet 3000. Kann ich mir das nicht ausleihen? Eine kleinere Summe, das wäre gut. Okay, Telem, hast du irgendwie was zum Schlafen? Hier zum Beispiel. Nee, hier kann man nicht schlafen. Muss ich irgendwo anders im Bett suchen? Ach, was soll's? Ich gehe nicht ins Fischerdorf. Die Stadt. Da werde ich mich mal irgendwo zu Bette legen. Bei Bertha. Bei Bertha bin ich gerne. Womit denn? Nee, ich habe keine Fleischgeschichten. Ach ja. Ach, da fällt mir übrigens noch ein, dass ich in der letzten Folge so Gesprächsüberlagerungen hatte, als ich mit Telem sprach. Ja, das konnte ich ganz schnell lösen. Ich habe nämlich meinen Virenscanner im Hintergrund laufen lassen und ich hatte diesen Fehler schon mal gehabt, und zwar mit der Gesprächsoption bei Bruno. Und dann gab es einen Tipp von Black Pirate im Forum und schon habe ich den Virenscanner abgeschaltet und dann gab es keine weiteren Überlagerungen mehr. Während ich hier 10 Pfeile herstelle, die natürlich wieder ein bisschen länger brauchen, könnte ich wieder eine Geschichte erzählen. Ja gut, okay. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich zu Ende sein. Aber ist gut. Es sind wieder 90 Stück oder etwas über 90. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. So, erst dann kann ich dann 100 nehmen. Nee, Ende. So gut, das kann ich noch machen.
beide bearbeiten. Selber mal gucken, wie viele Pfeile wir jetzt insgesamt haben. Wir haben jetzt 6 Feuerpfeile und 82 geschärfte Pfeile. Okay, da bin ich mit zufrieden. Dann kann man hier ja weiter ins Abenteuer springen und hüpfen. Erstelle mal speichern. So, wie sieht es denn eigentlich mit meinen Fähigkeiten aus? Ja, ich habe noch 7 Lernpunkte. Das letzte, was ich gelernt habe, ist Herzen nehmen. Könnte noch Horn reißen lernen, mache ich aber noch nicht. Stärke 61, Geschick, Mana, Lebensenergie und Rüstung. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Müll verkaufen. So, Sperrmüllzeit bei Finko. Hey du! Such. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Oh, Frauen sind immer am Motzen. Was ist denn hier ein Sturm? Sturmknecht, ach so. Apropos 61, Paladinschwert. Benötigte 80. Gut, okay, was haben wir denn hier für Sachen, die ich eigentlich nicht benötigte? Ich habe grobes Breitschwert, das kann ich mal wegmachen. Dann eine rostige Axt, die kann ich auch mal. Eine gewöhnliche Axt, die lasse ich mal da. Grobes Kriegsbeil möchte ich ein Exemplar behalten. Grobes Schwert, ich behalte immer ein Exemplar. Man weiß ja nie, Spitzhacke, okay, habe ich schon 2 Stück. Eine kleine Sinse geschafft und Knüppelchen hier so. Okay, ein Dolch geschärft. Okay, okay. Noch was an Müllinger? Du darfst das keinem erzählen. Irgendwelche Items, die man nicht braucht. Ich finde, das ist irgendwo. Hier so ein Ring. Ring der Unbezwingbarkeit, Schutz und so weiter. Ja, weg damit. So, noch irgendwas Lustiges. Hier, so komische Knorre. Brauche ich nicht. Weg damit. Die kann man gebrauchen. Lurker-Eier. Die geben ja nicht viel. Dann Zähne eines Sumpfreis. Vielleicht braucht man die, man weiß es nicht. Noch ein paar Zähne hier. 38 Flügel. Weg damit. Oder brauche ich die? Hering kann man gut zum Essen nehmen. Ja, und dann würde ich sagen, Rohstahl, das kann man eigentlich gut bei dem Schmied verkaufen. Eine Perle. Ein Horn, ein Horn, dann syrianisches Öl, bloß nicht. Besen, eine Bürste, Laborwasserflasche, brauche ich bestimmt noch selber. Dann Hämmerchen, okay, weg damit. Das brauche ich. Was ist denn das hier? Ach, Baumstämme. Oh, gut, dass ich das mal sehe. Okay, 817 soll mir jetzt erstmal reichen. Ja. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Gar nicht mehr, wem man ja. Schauen wir mal, ob wir zur Gruft kommen. Ich weiß den Weg überhaupt nicht. Ich möchte ganz gerne den Stammler besuchen. Mit ihm reden. Und ich weiß nicht, wo die Gruft ist. In den vorigen Folgen war ich auch noch gar nicht irgendwie an einer Stelle, wo es hingeht. Westliche Berge. Also wo es zur Gruft hingeht, das weiß ich jetzt nicht. Ja, nach reiflicher Überlegung habe ich mir gedacht, ich besuche doch nochmal Markus und Hans, die beiden Jäger. Die beiden Jägertjes, die hier in dieser Richtung sind. Und dann mache ich das mal ganz immer ein bisschen schneller, indem ich einen Schnitt mache. Ja, ich befinde mich jetzt im Augenblick hier in der Nähe der Jägerhütte. Das heißt also Hans und Markus. Habe ein paar Mole Rats und Giftfliegen schon erledigt. Und stehe, glaube ich, kurz vor einem Stufenwechsel. Beziehungsweise, ja, hier Experiences werde ich voll machen, wenn ich die kleine Blutfliege hier... Besser gesagt, ah, shit, die verschwindet dann immer. Erledigt habe, könnte es sein, dass ich, naja, vielleicht irgendwann mal, oh, es braucht noch ein bisschen, okay, es gibt auch nämlich hier auf dieser Seite, ach hier, frappant ist natürlich hier dieses Spinnennetzwerk hier, und irgendwo auf der Seite meinte ich eine Höhle gesehen zu haben mit Gobbos, ja, da waren nämlich hier auch noch ein paar Gobbos, die muss ich noch töten und erledigen.
Und da hinten sind sie nämlich. Das heißt, hier sind wir ja immer vorbeigeschlichen. Beziehungsweise ich. Und schauen wir mal, ob wir die irgendwie hinkriegen. Hinkriegen im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, da sollten wir vielleicht mal ein bisschen was essen. Was haben wir denn hier? Feuernessel bringt nur Bana-Bana-Monus. Mana-Bonus. Okay. Dann versuche ich mal die Gobos mal zu erledigen. Die ich doch mit meinem Degen einigermaßen gut erledigen konnte. War nämlich zwei auf einmal gekommen, mitten im Wald. Und jetzt, das ist ein Schwarzer, ne? Bist du schwarz? Ja, du könntest ein Schwarzer sein. Er kommt auch einzeln raus. Ha, wunderbar. Ein Schlag. Und ein Pilz. Ho, ho, ho. Das heißt, ich habe diese Höhle noch nicht erkundigt. Psst, auf leisen Sohlen. Werden wir uns die Gobbos holen. Ist das nur noch einer, oder was? Da ist da so ein Special-Gobbo. Ja, so ein Special-Gobbo. Gobbo-Häuptling. Und noch ein schwarzer Gobbo. Naja, werden mal gucken. What do you say dazu? Der sieht ja lustig aus. Er hat voll die Kap hier. Der sieht ja cool aus. Ich darf mich aber nicht von dem beeindrucken lassen. Der sah ja cool aus. Voll die Kappe. Da ist auch wieder einer. Mhm. Und ich habe nichts gegessen. Vielleicht kriege ich ihn ja so hin. Ja, krieg ich. Wow. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut. Ja, wenn man nämlich auf der Suche nach was Speziellem ist, dann wird man immer wieder abgelenkt hier auf Tamora. Ist doch da. Ja, und was haben wir noch zu essen? Nicht viel. Nicht viel. Ach, ich werde mal ein Tränkelchen nehmen. Puh. Ui, lecker. Dann wollen wir mal die Höhle erkundigen. Wenn das der letzte Gobbo war, so wie es aussieht, war er da. Ah ja, er hier. Der Goblin-Häuptling, den habe ich erledigt. Und? Ein Dunkelpilz. Was ist der Preis dafür? Wenn man eine mit Goblin besetzte Höhle ausräuchert und Goblins ein paar Pilze. Mehr auch nicht. Ja, okay. Das war also das. Ich werde mal hier in die Richtung gehen, zu den Jägern. Mal gucken, ob es wieder was Neues gibt. Ich melde mich. Ja, dann werden wir doch nochmal einen Skill kaufen. Mal gucken, war das Hans? Das müsste Hans gewesen sein. Und zwar... Zeigt mir, wie man jagt. Leichen. Warum? Ich habe im Augenblick noch 7 Lernpunkte. Schleichen kosten 5. Ich werde es machen, damit ich dann später irgendwie ein paar Leute beim Schlafen... Benutze beim Schleichen weiches Schuhwerk. Genau. Eine starre Sohle kann sehr laut sein. Das weiß ich. Okay. Gibt es da noch mehrere Skills für Schleichen? Schleichen gelernt. Gut, okay. Dann ist es nur einmal, sonst würde Stufe 1 stehen. Na gut, okay. Schapachern. Ja, damit ich natürlich im Schlaf da die Leute ausrauben kann. Gehen wir mal weiter. Markus, gut, okay. Der wärmt sich schön auf. War ich denn schon hier? Dürfte ich eigentlich auch schon alles fertig gemacht haben, oder? Oder bewegt sich da hinten noch was? Nee, da bewegen sich noch ein paar Scabbies. Und zwar unheimlich viele. Das kostet wieder. Ich weiß das. Weil die sind nämlich immer noch wilde Bienen. Nee, da will ich nicht. Nee. Achso, die haben mich schon. Die haben mich schon. Hört man ja an der Musik.
Und da hinten sind noch Wölfe. Also habe ich hier noch gar nichts gereinigt, liebe Leute. Das werde ich dann mal eben machen. So. Mist, wieder ein eingesackt. Ich fass es nicht. Da werde ich wütend. Da werde ich sauer. Okay, das Prozedere kennt ihr ja. Kämpfen, essen, kämpfen, essen und so weiter. So, die Scabies sind erledigt. Gut, ein bisschen hat es mich Schaden gekostet, aber dafür konnte ich sie doch noch einigermaßen auf Anhieb töten. Und jetzt haben wir da wieder... ich wusste es. Wilder Wolf, Schwattenwolf, klasse. Jetzt sind sie alle da. Nee, nicht toll. Moment mal, Scabby, das ist Beute. Das ist Beute für die. Oh, ihr sollt an den Scabbys rumnagen hier und nicht mich verfolgen. Nee. Ach, liebe Leute von heute. Unkraut, auch das noch. Was war hier noch? Kaputtnick. Ach, schade, nicht aufgezeichnet. Jetzt habe ich gerade eben hier drei wilde Wölfe auf einmal natzen können. In dieser Senke. Das ging besonders gut, weil die nämlich hier so ein bisschen hingen blieben. Und ein schwarzer Wolf ist noch zu finden. Beziehungsweise der ist da noch. Oh. Na komm her. Irgendwo war eine. Und da hinten ist noch einer. Ja, ich muss mal wieder hier meine Sachen anspannen. Irgendwo war noch ein schwarzer Wolf. Da hinten, richtig. Hier habe ich also noch nicht gereinigt. Warum jetzt noch die Warnmusik da ist? Ach, wegen der Bienen. Ja, logisch. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die auch noch erledigen können. Mal auf die Schnelle. Oh, nee. Mist. Na, jetzt sind sie doch alle wieder aufgewacht. Ah, werde ich nochmal versuchen, hier reinzufallen. Die wilden Bienen haben mich verfolgt. Okay, da also habe ich jetzt keinen Bock irgendwie... Ah, jetzt bleibe ich auch noch hängen hier. Mache ich den Rückwärts-Moonwalk? Nein, die will ich nicht. Jawohl, okay. Muss weg hier. Wow, okay. Wenn das was Aufregendes gibt, dann melde ich mich wieder. Ja, da sind noch zwei. Ja, die will ich mitnehmen. Die will ich hier nochmal zeigen, mitnehmen. Und da in der Kuhle habe ich ja die anderen 5 erledigt. Oder waren es nur 6 oder 4? Ne, es müssen mindestens 5 gewesen sein. Das Blöde ist, ich habe ja schon öfter versucht, hier goldene... Superklasse. Goldene, na komm. Ja, die an. Zu erledigen. Aber die wollen einfach nicht so, wie ich will. Die sind viel zu stark. Und jetzt, wenn ich beide auf einmal habe... Och, wie irre ist das denn? Okay. Also, ich habe eben gerade eben noch ein paar Versuche unternommen, gerade die beiden nochmal zu eliminieren, beziehungsweise zu killen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Es ist jetzt gerade der 4. Versuch. Okay, dann haben wir es. Hier haben wir einen Handweiser zur alten Jagd, zum alten Jagdhaus und... Wo geht's hier hin? Alten Friedhof. Aha. Das ist sehr gut. So, zum alten Friedhof geht's hier hin. Haha, toll. Ich glaube, das ist eine Ecke, die ich nur kurz gespinkst habe, also gelurkt habe. Und, nee, kommt mir bekannt vor. Oder auch nicht. Mal gucken. Hier ist ein Handweiser. Im alten Jagdhaus. Aha. War ich da schon oder war ich da noch nicht? Ich bin ja hier eigentlich, wollte ich ja eigentlich zum alten Friedhof. Genau, den Stammler besuchen.
Das ist bestimmt ein ganz sympathischer Geist. Ey, total sympathisch. Der hat viele Freunde. Ups. Der hat viele Freunde, ganz bestimmt viele Freunde, die mir freundlich gesonnen sein werden. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja doch, hier war ich doch schon. Genau, das mit den Doppelebenen hier auf der Geschichte. Das heißt... Genau. Im alten Friedhof. Jetzt geht's hier hoch. Hier oder da? Oh oh. Ja, tolle Nummer. Varanix. Varanix? Varanix. Okay, bleibt also nichts anderes übrig, als mal wieder von einer Anhöhe aus. Na, tut wieder nicht. So. Du bist jetzt noch da oder was ist hier los? Nee. Er ist futsch. Wo bist du denn? Ja, manches Getier kann auch sogar durch die Felsen klippen, ist mir aufgefallen. Also ist der Varan weg. Auch schön. So. Wo geht's denn jetzt weiter zum Friedhof? Hier ist der Wasserfall. Muss hier bestimmt rüber. Wetten? Oh, 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 oh. Du sollst nicht tauchen, du sollst mal eben rüber warten. Jawohl, okay, zum alten Friedhof. Ja, hier geht's weiter. Schön. Bitte ein paar Früchte und Ernährungsergänzungsmittel. Aber ohne, was war das? Wilde Hornissen jetzt. Es gibt's nichts Schlimmeres. Mann. Also dieses Spiel ist voller Überraschung. Wilden Hornissen. Ah, toll, dann nochmal. Kann ich die wegkillen? Nee, ne? Aber lustig, man sieht irgendwie so einen kleinen Punkt drin. Oh, man kann die wegkillen, das ist cool. Wilde Hornissen. Kann ich sie mit meinem Strahl vernichten? Oh, das geht. Oh, die haben mich aber auch ein bisschen hier. 50. Lustig. Nicht zu holen. Ja, die haben ja keinen Honig. 50. Für ein paar wilde Hornissen. Ey, Alter. So, meine Kraftausdrücke. Ich sollte mal ein bisschen hier... Okay, das ist jetzt... Wieder auferstanden, oder was? Was soll der Mist? Oder waren das zwei Schwärme? Nee, die mache ich nicht mehr hier. Los, komm. Oder so geht's auch. Ja, voll. Wilde. Ja, bloß weg hier von den wilden Hornissen. So, da haben wir den nächsten. Na, jetzt, nachdem ich so oft gescheitert bin, an diesem letzten Heinz da, ne? Werde ich jetzt erstmal hier Feuerpfeil nehmen. Und mir ist das so egal. Bei Scavenger werde ich jetzt rösten. So. Röst frisch gerösteter Waldscavenger. Aber ich krieg rohes Fleisch dafür. Auch gut. Ja, weiter geht's. Und meine Minuten, also die Spielzeit, die ich manchmal schon um einige Minuten überschreite, ist jetzt hier auch wieder rum. Bin immer ein bisschen irritiert von dem Heißluftballon da oben. In Form von einer Palme oder zwei Palmen. Hier geht es nämlich weiter hoch. Und so wie ich es denke, dass es ist, ist hier auf jeden Fall wieder ein Scavenger. Ich bedanke mich mit dieser schönen Aussicht auf den Strand und wenn ihr Urlaub haben solltet und auch an einem Strand gelegen habt, dann wünsche ich euch beste Grüße. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, gebt mir einen Daumen, einen Kommentar und ich sage Tschüss, euer David von Scouten.